Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge von F1 2017 zusammen mit Jan. Hi. Hi. Wir fahren heute auf der Strecke in China. Ich denke, die Strecke kennt fast jeder von euch. Also sie ist ja eine der bekanntesten Strecken, für mich zumindest. Ja, ich finde es auch. Ist auch eine echt coole Strecke, das stimmt. Wir sind jetzt schon hier im Qualifying. Das letzte Rennen war so lala, wer es nicht gesehen hat. Einmal rechts um im ED Playlist und natürlich die anderen Videos, also da könnt ihr mal reingucken. Wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt anschauen. Rechts um im E ist auch Jan verlinkt, denn wir nehmen das natürlich aus zwei Sichten hier auf. Einmal aus deiner Sicht und einmal aus meiner, ne, weißt du Bescheid. Also unbedingt vorbeischauen. Yep. Du bist schon rausgefahren. Ja, rausgefahren, jawohl. So, im letzten Qualifying habe ich eine richtig, richtig gute Zeit hingelegt. Im Rennen war es so lala. Alles, aber. Ja, jetzt müssen wir hier die Punkte holen. Ja, auf jeden Fall. Das ist das Ziel. Ja, wenn wir jetzt wieder reinscheißen, wäre das nicht so geil. Also, Qualifying. Ich habe ja einen, den lasse ich mal dran vorbei. Qualifying müssen wir jetzt echt gut bestehen. Und dann eben. Wenn ihr die hier noch nie mit Lenkrad gefahren, Leute, die. Das werde ich jetzt hier gerade, mache ich das quasi, deswegen teste ich mich gerade auch so in dieser Einführungsrunde, in dieser Outlap ein bisschen ein. Ich bin natürlich wieder zweiter Fahrer von Ferrari. Unglückliches Rennen ist in Australien, aber ist halt auch, die Bande ist da bei Australien. Hier ist die Wahrscheinlichkeit, dass man, außer man rammt sich tot, dass man ganz ausscheidet, geringer, ja, sage ich mal so. Sie ist immer da, dass man rausfliegt. Es kann alles passieren. Aber, die Banden sind hier nicht so nah, also eine deutlich angenehmere Strecke und ich mag sie auch tatsächlich. Diese Schneckending da und so, das ganz cool. Ist natürlich im Lenkrad. Cool. Ah. Das ist cool. Oh Gott. Ja, ich finde das auch cool. Die ganze Strecke ist cool, aber sind sie auch, jetzt gerade wo ich sie das erste Mal fahre, relativ anspruchsvoll. Wie gesagt, im Training noch nie gemacht, das Qualifying gerade das erste Mal. Bin gespannt, was jetzt für Zeiten, ja, schaffe. Ich auch. Beim letzten Mal war ich über meine Qualifizierung mit Platz 5 echt überrascht, dass ich das geschafft habe auf Australien. Platz 5 in der Qualifizierung, aber dann am Ende müssen wir jetzt hier unsere Punkte holen. Ja, eben, das ist ja das, was zählt. Ich war halt auch Erster und naja, könnt ihr euch ja anschauen. So, meine Runde geht los. Ja, ich bin noch nicht so weit, ich bin jetzt gleich auf dieser Geraden hier, auf dieser fetten. Ah, die ist nice. Das ist natürlich hier auch beim Überholen nochmal, ja, eine ganz andere Strecke. Ne, also diese Gerade ist für unsere Autos, ich meine klar gegen Mercedes oder so kommen wir dann vielleicht dann doch nicht ganz so gut dran vorbei. Oh, das war zum Beispiel jetzt gerade richtig scheiße, weil ich nicht wusste, wo ich mein Lenkrad anfassen muss. Uiui, das wird keine gute Runde. Aber andere Autos, wenn man mal irgendwie langsame Autos überholen muss, ist das natürlich die perfekte Gerade zum Überholen. So, meine erste Runde jetzt. Das ist alles hier nicht so geil. Wie gesagt, Tipps in die Kommentare. Ihr seht ja mein Lenkrad auch. Meins seht ihr zwar nicht, aber ich brauche trotzdem Tipps. Also, ja, ganz nice. So, jetzt kommen die ersten gezeiteten Runden. Wollte gerade sagen, wann die denn mal eintrudeln. Ja, jetzt. Ja, das ist eine zweite. Ich bin mal gespannt, was wir hier fahren. Scheiße. Ich nehme die Kurven gerade nicht so heftig. Ich nehme sie absolut nicht heftig. Oh Gott, das war auch nicht so geil. Also an die Strecke muss ich mich auf jeden Fall noch gewöhnen. Das stimmt schon, das ist echt heftig. Oh Gott, was war das denn? 1,39 bisher, die schnellste von Hamilton. Ich muss einfach nur Hamilton toppen, dass ich wieder als Erster starte und dann am besten keinen Fehler mache. Ich bin Platz 7. Bist du schon durch? Was bist du gefahren? Kann ich gerade nicht gucken. Okay, ich muss die Runde abbrechen. Rein. Uiuiui. Ich bin 1,42 gefahren. Richtig schlecht. Und ich fahre auch keine zweite gezeitete Runde. Ich fahre jetzt an die Box und mache dann gleich nochmal eine. Weil ich das hier jetzt gerade voll verkackt habe und ich bin echt schlecht. Ich bin auch nicht viel besser. Mal gucken, was ich für eine Runde hier zusammenbringe. Könne gar nicht so scheiße werden. Oh Gott, jetzt habe ich es nochmal verbauert. Scheiße. Ja, 1,37. Super, das
Alter, hättest du gerade gesehen, was ich gemacht habe. Richtig, richtig geil. Leute, übrigens, falls ihr auf PC natürlich guckt, oder wenn ihr zwei Handys habt, auch ganz, ganz geil, wenn ihr zwei Handys mal hat oder so ein Tablet noch, könnt auf jeden Fall beide Folgen nebeneinander halt öffnen und dann von einem halt einfach den Sound ausmachen, dann habt ihr quasi beide Perspektiven in einer Aufnahme so quasi. Ja, wäre ganz nice. Aber hätte... Weiß gar nicht, wie der das da in echt macht, dass die da so einfach lecken können, ohne so umzugreifen oder so. Wie machen die das? Kriegt das nicht hin? Nur mit einer Hand lenken, aber das ist dann voll ungenau. Ja, das Lenkrad ist aber ein bisschen anders bei denen, siehst du ja. Ja, vielleicht dann einfacher. Alter, what also the fuck, die erste Runde war halt nicht mal schlecht, aber wenn du gesehen hättest, was ich am Ende gemacht habe, bin da richtig Slalom nochmal gefahren. Mein Auto fast die Kontrolle verloren. Also mir war es. Also ich fahre jetzt die Runde noch, obwohl die nicht so geil ist, und dann noch eine, also drei Runden insgesamt. Aber ich will eigentlich noch eine neue Beste machen. Die hier war jetzt gerade echt nicht geil. Aber. Immerhin haben wir vom Wetter bis jetzt noch Glück. Ja, das stimmt. Vorhin hat es auch nicht geregnet, ja. In der letzten Folge. Oh doch, ist eine neue. Ja, aber ganz minimal. Es war richtig minimal. Ja, das war nicht schlecht. So, jetzt. Nochmal alles geben. Ja. Also in dieser Runde will ich echt auch nochmal alles geben. So richtig eine geile Runde nochmal raushauen. Leute, lasst mich raus. Ich will zur Strecke rausfahren. Nochmal richtig raushauen hier in der Runde. Und dann... Ach, habe ich die Reifen nicht Oh Gott, scheiße. Jetzt fahre ich mit den... Oh, kacke. Die Reifen wechseln müssen. Ah! Mist. Ich habe jetzt auch noch genug Benzin. Ach, Mann. Voll verkackt. Kann ich das durchschalten? 6... Naja, okay. Reifen sind jetzt noch okay, ist natürlich nicht geil, wenn ich mich damit jetzt tatsächlich verbessern sollte, aber nochmal in die Box kann ich nicht. Ich muss jetzt, habe ich Zeit, zwei Runden oder so zu fahren, mehr Zeit ist nicht. Outlap und dann zwei Runden, das geht vielleicht, also eine davon muss halt dementsprechend geil sein. So, die hier ist gerade bisher nicht schlecht, meine. Aufpassen, okay, das ist gerade auf Standard, das ist gut. Nochmal richtig reinhasseln hier. Oh, ich bin gerade Platz 13. Das ist nicht so geil. Wird aktuell das Feld von hinten aufräumen. Auch die Kurve ganz aber gut genommen, aber das ist jetzt nicht schlecht gerade. Auf jeden Fall so, dass ich mich dann noch verbessern kann, also. Hey, die Runde ist richtig gut. Yes. Das ist die so, und jetzt fahre ich noch eine letzte, Alter, langsame, chillige. Dass ich nochmal hier ein bisschen spare. Auf mal mager stellen, dass ich hier, dass der Sprit noch reicht. Ein bisschen das Auto hier fahren. Strecke noch ein bisschen testen. Alles ganz chillig. Mann, was ist das hier? So, jetzt auf Max. Schwung holen für die gezeitete Runde. Fährst du jetzt los? Ne, also jetzt gleich bin ich. Bin gleich Stadtzieher und dann wird gezählt. Ich komme nicht um diese Kurve rum. Wieso komme ich nicht um diese Kurve rum? Ich muss früher bremsen. Die habe ich richtig gut genommen vorhin. Das war richtig gut, sonst wäre die Runde wieder scheiße geworden. Aber die habe ich echt nicht schlecht genommen. Ich habe halt immer irgendwie so, manchmal lenke ich zu stark. Oh mein Gott. Alles klar. Ciao. Was? Bei mir sind gerade richtig viele langsame Autos vor mir. Ich muss alle überholen. Oh nein. Ich bin jetzt schon eine halbe Sekunde langsamer. Es kann nichts werden. Oh nein. Mann. Aber ich versuch's noch aufzuholen. Ich habe so viele Autos, die ich überholen muss. Alle gerade vor mir rausgefahren. Jungs, was soll das? Ich bin aber trotzdem gerade eine halbe Sekunde jetzt doch wieder schneller. Ich hab's eingeholt. Aber ich habe so viele Autos einfach vor mir, das ist so... Kacke. Alter, die sind alle gerade rausgefahren. Junge.
Und die fahren ja jetzt gerade noch nicht mehr schnell, weil sie in ihrer Outlap sind. Ist voll der Scheiß. So, ich bin jetzt wieder in der Box. Ich fahre jetzt wieder in die Box rein, zumindest. Und dann gucke ich mir deine Runde mal ein bisschen an, was du da so raushaust. So, jetzt müssen wir mich da erstmal reinschieben wieder. Absolut Käse. Man kann sein Auto doch kaputt machen. Ich hab's geschafft. Ernsthaft? Ich hab versucht, an allen vorbeizukommen, um... Ey, die haben mich so aufgehalten. Assis. Als ob du jetzt damit draußen bist. Oh nein. Ich wollte dich gerade beobachten, wie du so fährst. Den starte ich von hinten. Habe ich immerhin neue Reifen. Ja gut, Leute. Kann. Dann sehen wir uns beim Rennen. Mal gucken, ob ich jetzt letzter geworden bin. Lewis Hamilton auf Platz 2. War zu erwarten. Nee. Bist vorletzter. Gut. Naja, so gut. Also, ja. Gut, da kannst du direkt mal aufholen. Ich habe nicht wirklich was gerechnet. Ich starte als Erster. Wieder richtig geil eigentlich. Aber, ja. Schauen wir mal. Also, ich finde das gar nicht so schlimm. Nee, ja, wenn du aufholst, ist ja kein Problem. Ich merke, wie meine Pedalen immer weiter wegwandern. Oh Gott. Aber guck mal, der wünscht mir viel Spaß. Ist ja richtig nett. So, Rennen. Ja, was machst du da? Du kannst mir ein paar Tipps geben. Ich kenne mich nicht so gut aus. Rot-Weiß ist meine Strategie. Rot-Weiß? Ist ob. Ja, ist meine Vor. Ist die, ich habe Rot-Rot-Gelb. Ja, aber ich habe ja auch neue rote Reifen bekomme ich. Das verbrauchte rote Reifen. Ich mach Rot-Weiß. Ein Stopp. Dann habe ich schon mal viel gewonnen. Machen wir mal so, ich will. Ja, machen wir so. Also die meisten werden wahrscheinlich, also die ersten 10 werden wahrscheinlich alle 2 Stopps machen. Also du kannst es vielleicht schaffen, nicht 2 Stopps machen zu müssen, aber du musst es ja nicht riskieren. Also. Nee, ich. Da wahrscheinlich baue ich eh wieder irgendeinen Scheiß. Wenn du als Erster gut wegfährst, hast du ja vielleicht sowieso das Glück, dass. Dass du, ja, dadurch, wenn du nicht überholt wirst, kannst du den Frontflügel auch nicht abfahren. Das ist schon das mal, da hast du einen entscheidenden Vorteil. Außer beim Überrunden. Also, ich würde halt gerne gut wegkommen am Anfang und halt diesmal richtig, na, einfach konzentriert fahren. Ich würde auch gerne gut wegkommen. Aber ich mache jetzt ein vorsichtiges Rennen. Versuch's zumindest. Aber ich versuche, also ich will Punkte. Ja klar, das ist das Ziel. Das schon. Das ist natürlich das Ziel. Aber ich finde es okay, von hier hinten anzufangen. Weil wie gesagt, Leute, das ist alles hier auch ein Learning by Doing. Natürlich auch extrem unglücklich gewesen, wie gesagt. Also das wäre natürlich alles nicht, ich wäre nicht rausgeflogen, gerade wenn nicht irgendwie 10 Autos gerade vor mir rausgefahren wären. War halt einfach kacke. Haben wir das einfach mal Qualifying zerstört. Das stimmt, das ist richtig scheiße. Das ist richtig kacke, naja. Aber wie du schon sagst, wenn du jetzt, also, ja, du musst halt einfach überholen, das ist das. Du musst halt einfach jetzt viele überholen, ja. Das wird ein bisschen riskant halt, bevor, ich würde halt an deiner Stelle wirklich ruhig fahren, dass du halt nicht wie ich oder, ja, du machst ja auch manchmal, dann alle wegrammst, ja. Und disqualifiziert bist oder kaputt oder was auch immer. Also ich hoffe dann, dass du halt ganz stetig fährst und ja. Einfach ein paar Leute überholst und das Rennen über die Runden bringst. 28 sind's. Yep. Ja, Runden. Achso, ja, 28 doch, Runden, ja. So, und dann begeben wir uns hier in die Startposition. Ja, du überholst den, was machst du? Ja. Oh, einmal Renntempo testen. Das ist der Plan, oder? In dieser. Wenn ich nicht beim Start, da bin ich lieber vorsichtig, will ich mich nicht kaputt fahren, aber ich bleib so dran, dass ich dann bei dieser Kurve schon in der ersten Runde Leute auf dieser Geraden. Ja, auf der Geraden, ja. Mehr rüberholen. Auf der Geraden, das kann was werden. Also beim Start muss gar nicht sein, da will ich mich nicht einmischen. Das ist also, weil ich will.
das ganze Rennen quasi gewinnen. Und das ist halt an der Start. Strecke, bei der Strecke richtig geil, dass man halt die Möglichkeit hat, bei dieser fetten Geraden zu überholen. Weil dank unserem Auto, was ja echt nicht schlecht ist, kann man das halt machen. Da muss ich nicht, bin ich nicht darauf angewiesen, in den Kurven zu überholen. Und das ist halt richtig geil. So, jetzt der Start. So. Ja, kein guter Start von mir, aber das ist wie gesagt auch nicht schlimm. Ich halte mich beim Start eher zurück. Hui, aber. Ja, halt dich. Eigentlich solltest du dich schon zurückhalten, das stimmt. Auf jeden Fall. So, die anderen natürlich müssen jetzt bremsen. Die dürfen hier nicht einfach denken, sie können einfach vorbeiziehen. Und jetzt aber richtig beschleunigen. Ich wurde gedreht. Alter. Ja, Hauptsache, du bist noch nicht weg vom Fenster. Wenn du noch nicht draußen bist, dann ist okay. Nee, draußen bin ich nicht. Weil das kann man ja immer noch schaffen. Du bist ja nicht letzter, sehe ich. Nope, also nicht. Alles noch möglich. Aber gleich. Nee. Ich muss an die Box. Echt? Ach so, fuck. Ja, das ist dann nicht so geil, aber... Ich war 14. Weil ich in dieser Steckenkurve, weil alle so langsam waren, konnte ich... Da war richtig viel Platz, konnte ich dran vorbeifahren. Ja, aber wir haben es ja gerade gesagt. Das ist halt einfach so. Du musst es einfach langsam machen. Das ist halt das Problem, was ich auch vorhin hatte. Man denkt halt, du schaffst es, weil es ist halt auch viel Platz und eine Kurve und naja, die sind alle so langsam. Und dann kicken die dich einfach weg. Ja, die kicken, ja, das ist es halt wirklich. Also man denkt halt wirklich, man hat so viel Platz und aber dann wollen halt einfach da weiterfahren. Ne? Die kennen nee, die kennen nichts, sondern ist auch egal. Die wissen eigentlich gar nicht, dass du da bist. Die denken sich dann einfach, denken sich dich weg. Airline überholt mich auf der langen Geraden. Willst du mich verarschen? Bin aber auch gerade echt scheiß rausgekommen, aber ich überhole ihn zurück. Gut. Das ist tatsächlich gut. Oh, habe ich da zu spät eingelenkt oder was? So, ich muss einfach nur Abstand gewinnen. Ich weiß nicht, das kann doch nicht so schwer sein jetzt. Komm, Mike. Bitte. Mach mal. Du bist ja noch Erster, ne? Ja, ich bin ich Erster. Ich muss einfach Abstand gewinnen. Vor mir habe ich ja keinen. Wenn ich mich jetzt richtig konzentriere, könnte ich ne. So, was meinst du? 26 Runden mit Weiß durchfahren? Boah, das ist ein bisschen krass. Aber mach, probier mal. Also du wärst ja nicht komplett. Ja. Vielleicht wechselst du dann halt wieder so in der 20. oder so. Das wäre noch okay. Ja, wenn ich in der 20. nochmal auf Rot wechsle, wäre das denk okay. Denke ich auch. Ich habe jetzt keinen vor mir. Wenn ich mich richtig konzentriere und eigentlich richtig gut fahre, so wie im Qualifying, dann 1-2 Runden, dann kann ich ja richtig Abstand gewinnen. Das ist jetzt eigentlich der Plan. Ja, und ich habe jetzt richtig viel freies Feld und kann jetzt fahren. Ich habe zwar die langsamsten Reifen jetzt drauf mit Weiß und natürlich auch die mit dem wenigsten Grip. Ist natürlich eigentlich alles andere als optimal. Aber die halten. Aber sie halten halt lang. Aber ob sie so lange halten, dass ich... Ja, ich muss ja zweimal... Nicht nochmal an die Box muss. Einmal musst du auch noch. Wahrscheinlich schon. Also außer wir bauen natürlich wieder enge Scheiße. Also ich baue jetzt gerade generell schon mal ziemlich viel Scheiße auch auf der Strecke, aber... Okay, richtig konzentrieren jetzt wieder. Versuch mich jetzt einfach im Rennen einzufahren. Ich versuche mich jetzt zu konzentrieren. Sorry, wenn ich jetzt ein bisschen ruhiger bin, aber ich will jetzt echt Abstand gewinnen. Ey, ich komme da immer auf den Rasen, ey. Wieso trägst du mich da so nach innen? Ich versteh's nicht. Mach ich falsch. Alles. Lenk einfach. Ich seh's schlecht. Nicht, ich könnte dir ja einen Tipp geben, aber. Die Zuschauer, die geben dir dann Tipps. Und ich guck bestimmt auch in die Folge rein. Oh Gott, zu spät gebremst. Oh Gott, nein. Ich bin raus. Aber ich bin nur auf der Strecke und bin noch Erster. Ich habe meinen ganzen Abstand, den ich bisher gewonnen habe, verloren. Es hat mich da fast rausgefetzt. Also ich habe echt noch Glück gehabt, dass ich noch drinnen bin. Also auf der Strecke und Erster halt, meine ich. Aber ich hatte, glaube ich, gerade 3-4 Sekunden locker Abstand. Jetzt habe ich nur noch 1 oder 2.
Also Abstand habe ich auf jeden Fall verloren. Aber ich bin noch Erster. Okay, komm, konzentrieren jetzt. Bitte. Alter, dass das so schwer ist mit Lenkrad. Wer konnte das denn wissen? Ich hätte es dir sagen können. Ja. Deswegen warst du auch damals in der alten Karriere einfach immer besser. Weil es ist echt nicht einfach, mit Lenkrad hier zu fahren. Es macht mehr Bock, finde ich, definitiv. Aber es ist halt trotzdem nicht einfach. Ich habe ja nie so erwartet, dass es halt echt so schwer ist, weil es ist echt halt, ich weiß halt nicht, wie doll muss man lenken und so weiter. Im Controller hast du halt den Stick rumgerissen, so, ne? Ja. Hast halt, damit hast du es halt gemacht. Aber hier kannst du halt sagen, okay, du lenkst halt so oder so viel. Oh, Alter. Sieht eher so aus, glaube ich, als würde ich hier die durchgehende Einführungsrunde fahren. Beim Tempo. Ja, das ist nicht geil. Dann überrunde ich dich. Nee. So, frühzeitig bremsen. Wo bist du gerade? Ja, das war schon. Gleichstartziel. Nein! Ja, jetzt hat's mich gedreht. Ja, jetzt habe ich verkackt. Diese Kurve schon wieder. Dieselbe wieder. Aber ich bin immer noch Erster. Ich habe echt wieder Abstand gehabt. Aber jetzt habe ich wieder gar keinen, so gut wie. Dieselbe Kurve schon wieder. Leute, das kann nicht sein. Die anderen Kurven fahre ich richtig, richtig gut. Und die eine hier richtig scheiße. So, so langsam. Ha, das war schlecht. Bin jetzt auf der langen Geraden. Wollte grad. Das ja, kann gut sein, dass du mich überrundest irgendwann. Ja, das ist ja nicht das Ziel. Ja, aber kann passieren. Dass ich dich überrunde, sollst du Platz 8 sein. Wobei, wenn du wirst wahrscheinlich ja, vorher an die Box müssen. Das stimmt auch wieder. Nee, ich will dich eigentlich gar nicht überrunden. Nee, ich will auch nicht, dass du mich überrundest. Aber ich lenk einfach nicht doll. Ey, ich lenk richtig gut eigentlich. Die ganzen Kurven nehme ich richtig, richtig gut und gewinne schon wieder Abstand. Bloß diese eine fucking Kurve, diese eine einzige, jedes Mal. Ich muss mich da jetzt wirklich nochmal zusammenreißen. Das kann nicht sein. Ich glaube wirklich, dass ich einfach bei manchen Kurven einfach nicht doll genug lenke. Ich denke so, okay, ich lenke halt so ein bisschen. Aber du musst halt viel krasser lenken, glaube ich. Es kann nicht sein, dass ich mich zweimal fast gedreht hätte und immer noch Erster bin. Alter, und da. Ich lenke auf jeden Fall noch richtig kacke. Ja, ich sehe es nicht, das ist ja das. Wenn ich das jetzt sehen würde, dann wäre das ganz schlieg. Wir nehmen ja hier die Folgen hintereinander auf, gerade. Erste Folge ist noch nicht online gekommen für uns, Leute. Die allererste. Aber wenn wir die dritte aufnehmen, dann ist ja, die erste schon online gekommen. Die dritte Session halt quasi. Weil es sind ja dann immer zwei Folgen pro Rennen. Oh, ich habe jetzt gerade gut Zeit aufgeholt. Eine Runde, glaube ich, auf den vorletzten 4 Sekunden oder so. Eine Runde, die war zwar immer noch scheiße, aber offensichtlich passt es so langsam mit der KI-Stärke. Also ich habe echt, es ist nicht zu einfach für mich hier den Platz 1 zu halten. Das, also die KI-Stärke ist auf jeden Fall okay. So ein Mittelding. Wenn du jetzt auch noch besser wärst, weil ich habe das Lenkrad ja schon ein bisschen länger. Ja, bei mir ist halt vor allem die Konstanz und das, also ich war schon scheiße, aber halt vor allen Dingen so, dass wir beide sind halt noch nicht so konstant und haben immer wieder Rennunfälle. Ja. Die KI ist auch dementsprechend eingestellt, dass wir theoretisch, wenn wir halt rausfliegen oder so, dass wir halt nochmal eine Chance haben, die aufzuholen. Also, wenn du jetzt besser wärst, dann ist das auf jeden Fall gut. Dann kann man die auch noch ein bisschen hoch und dann passt die Sache. Ja, genau. Wir trainieren halt vielleicht immer weiter. Vielleicht gibt's noch mal einen Livestream, Leute. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock hättet auf einen Livestream, genau. F1 Livestream. Das wäre auch ganz geil, wenn es sowas mal gäbe. Einfach Training mit Zuschauern. Ja, genau, da könnt ihr eigentlich quasi dann auch mitfahren, ne? Das wäre auch ganz geil. Wenn da ein paar coole Leute mitfahren wollen. Ja, das ist ganz witzig. Und auch Tipps geben und so weiter. Tipps, ja. Tippse. Tipps.
ist der Hammer, was ich einfach auch für eine Übersicht hatte, als ich mit dem Controller gefahren bin. Und hier muss ich mich einfach so darauf konzentrieren, mit den Füßen und mit der Hand alles richtig zu machen. Auf dem Controller hatte ich Zeit, alles auf die Karte zu gucken, überall hinzugucken. Und hier, boah, Alter, nur Konzentration und alles. Und ja, aber wie gesagt, das ist ja auch das Realistische und Coole eigentlich. Kann nichts machen. Ja, ich finde das cool so ein bisschen. Ja, zum Beispiel, unser Lenkrad hat so eine, hat diese Drehzahlanzeige und so auch. Auch, ich habe da noch nie hingeguckt, ich sehe das gar nicht. Du hast halt echt keine Zeit, auf diese Anzeige zu gucken. Wir haben übrigens das gleiche Lenkrad, Leute, falls ihr euch jetzt fragt. Ja. Wo bist du? Nur so als Ding. Im ersten Sektor gerade, glaube ich, ist das. Ich bin gerade in der Schnecke. Uiuiuiui, da ist die Bande nahe gekommen. Uiuiuiui. Und ich fahre gerade keine schlechten Runden. Ich fahre gerade schlechte Runden. Ich halte mich auf der Strecke, ich versuch's. Also ich halte mich eigentlich nicht auf der Strecke, aber ich versuch's. Das ist schon mal gut. Ich gewinne immer mehr Abstand zu Hamilton. Das ist ganz geil. Kann ich mich ja direkt nochmal drehen. Dass ich wieder allen Abstand verliere. Und ich mach's tatsächlich. Ich dreh mich. Ey, das gibt's nicht, ne? Schon wieder dieselbe Kurve. Junge. Immer diese Kurve. Immer. Ja, allen Abstand wieder verloren, ey. So ein Rotz! Ich glaub, da hat's mich auch gerade rausgehauen. Ja, jedes Mal. Schon zum vierten, fünften Mal jetzt. Und jetzt ist Hamilton wieder direkt hinter mir. Halt wirklich direkt. Hat der sogar DRS wieder. 7 Sekunden langsamer als meine Bestzeit war ich gerade. Heilige Scheiße. Ich bin auch gerade rausgeflogen. Logischerweise. War nicht einfach so ohne Grund 7 Sekunden langsamer. Oh Mann, ich brauche wieder Abstand. Das gibt's doch nicht. Okay, Boxenstopp-Fenster offen bei mir. Ach du Scheiße, hab ich viel Zeit verloren. Oder? Ich habe jetzt gar nicht richtig drauf geguckt. Falsche Zeit, glaube ich. Ich werde nie im Leben an Platz 19 rankommen, glaube ich. Ja, das wäre nicht geil. Auf dieser Strecke habe ich tatsächlich, also es hat was scheinbar genützt, dass ich aus Australien gelernt habe. Also ein paar Runden vorher eingefahren bin, weil hier echt gar keine Chance gerade. Ja klar, irgendwas was hätten wir hier vielleicht auch machen sollen. Ich meine, ich bin vorhin bei Australien auch nicht eingefahren, aber... Ja. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier in dieser Kurve nicht wieder rausfliege. Ich muss die Kurve jetzt immer richtig langsam nehmen. Oh, da bist du. Der Geraden. Ich fahre in der 10. an die Box. Das okay? Ich muss auch noch irgendwie. Ja, du kannst in die Box. Ja, ich kenne mich auch nicht gut aus. Muss mir doch Tipps geben. Achso, ich weiß. Ne, so wie die Box dir das sagt, würde ich das bei dir machen. Ja, 45% auf dem hinteren Reifen. Ui, viel? Das war viel. Würde ich schon sagen. Dann mache ich nur noch eine, dann gehe ich in der 9. Fahre ich die Runde noch und dann gehe ich. Hamilton ist in die Box gefahren. Boxenstopp. Wenn ich nicht so häufig rauskommen würde und ins Kiesbett fahren würde, wären meine Reifen auch noch deutlich besser. Aber so... Bei was sind deine Reifen? Habe ich 21% vorne, 19, 14, 13. Okay, krass, meine sind ja richtig schlecht. Ah, du warst ja einmal in der Box, aber naja. Und deine halten ja ein bisschen länger. Wetterbericht. Der Regen wird in etwa 10 Minuten abklingen, also versuch da draußen konzentriert zu bleiben. Hä? Warte nochmal, Wetterbericht. Oh, jetzt habe ich tatsächlich doch mal aufgeholt. Jetzt habe ich nicht gehört.
Aber ich glaube, er hat gesagt, sieht gut aus. Kommt kein Regen. Ja, er hat gerade, als ich das zum ersten Mal gesagt habe, hat er gesagt, der Regen hört gleich auf. Es regnet gar nicht. Da habe ich nochmal gesagt, dann hat er irgendwas anderes gelabert. Sieht momentan gut aus, das Wetter oder so. Ich muss ja hier mal die Sachen ausprobieren. Da bei mir das Mikro hier funktioniert, warum auch immer. Zustand des Autos. Warum es bei mir nicht funktioniert. Du hast es bestimmt schon gemerkt, aber wir sehen jetzt Abnutzungserscheinungen an den Reifen. Sie sollten aber noch für eine Weile passabel sein. Okay, er sagt, man sieht eine Reifenabnutzung. Geht aber noch. Ich fahre aber trotzdem. Oh, neue schnellste Runde für mich persönlich. 1,46,6. Okay. Ich fahre jetzt an die Box. Hamilton war. Bottas fährt auch, okay. Bottas hinter mir fährt auch an die Box. Aber bitte lass es jetzt ein schneller Boxenstopp werden.